was machen Sachen? Willkommen zu einem neuen Tutorial oder vielmehr zu einer Tutorial-Serie. Heute geht es halt um Blend Shapes. Das ist das Verfahren, was wir in 3D nutzen, um halt Emotionen auszudrücken. Das nutzen wir halt einfach zum Sprechen, zum Blinzeln oder halt für Hotkeys, für verschiedene Ausdrücke. Und ja, ich werde euch jetzt in mehreren Tutorials zeigen, wie man das macht. Ich habe mich dazu entschlossen, einfach das in mehrere Teile aufzuteilen, dass man halt einfach das nimmt, was halt einem für einen selbst nützlich ist, auf welchem Level man ist, welche Programme man nutzen kann und möchte, um es halt einfach allen einfacher zu machen und dass sie halt nicht wieder so ewig lang sind. Um den jetzigen Part, den ersten Part, ist halt der leichte Part. Wir gucken jetzt erstmal nur in ReWorld rein. Wir gucken, wie man in ReWorld Studio, in dem neuen ReWorld Studio, in der neuen Beta, wie man da die Emotionen anpassen kann. Danach gehen wir in einem Tutorial in Unity rüber und schauen, wie man das dann halt upgraden kann durch Unity. Im nächsten Part gehen wir dann rüber zu Blender. Dann zeige ich euch, wie ihr dann halt selbst Blend Shapes erstellen könnt mit dem, was halt schon da ist, was euer ReWorld Modell halt schon hat. Und dann im letzten Part gehen wir dann halt weiter und sagen, okay, wie kriege ich jetzt weitere Assets dazu? Wie mache ich das, dass ich jetzt halt verschiedene Assets wie Planes etc. oder halt ganze andere Meshes halt mit den Blend Shapes verbinde? Das muss ich halt nochmal ein bisschen anders machen. Also haben wir dementsprechend in der Zukunft jetzt 4 Teile, den heutigen ReWorld-Teil. Ja, und dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wisst, was der Plan ist. Gehen wir jetzt in ReWorld und dann zeige ich euch, wie man dort halt Emotionen einstellt. So, einmal in ReWorld angekommen. Das ist jetzt meine Version. Ich habe hier noch ein paar Charaktere drin, mit denen ich gearbeitet habe. Der eine mehr oder weniger fertig. Oft habe ich einfach nur eine Basis gemacht, die ich dann im Blender bearbeite. Momentan habe ich die Version 1.4.2 drin. Also wenn ihr euch das vielleicht in Zukunft anseht und verwundert seid, ihr seht das in einem halben Jahr oder so, und das ist eine andere Version, ein bisschen was ist geändert. Ein bisschen gucken, wenn es große Änderungen gibt, versuche ich ein neues Tutorial zu machen, dass man da immer so ein bisschen up-to-date ist. Will ich jetzt generell ein bisschen mehr machen zu ReWorld, weil das halt eigentlich ein nices Programm ist. So, okay, wie dem auch gesagt, wir wollen einen neuen Charakter machen. Ich nehme jetzt nicht irgendeinen von denen, ich mache jetzt aber direkt komplett einen neuen. Also ich gehe einfach einen neuen Charakter und sage, okay, wir nehmen einen femininen Charakter. Ihr könnt natürlich auch maskulin nehmen, wie ihr möchtet. An der Sache an sich ändert sich nichts. Ihr habt die gleichen Slider und etc. Es ist halt einfach nur reine Optik, was euch besser gefällt. So, wir haben unseren Charakter. Wir gehen einmal ganz nah ran, weil wir fokussieren uns jetzt am Gesicht. Dann sind wir schon direkt bei Face, beim Gesicht richtig. Gehen ganz nach unten, Expressions Editor, drücken da drauf. Und dann kriegen wir unsere ganzen Standard-Expressions schon. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen im Weg. Mach mich mal auf die Seite. Ich glaube, so ist besser. Weil das ändert sich gleich hier, die Seite werden wir gleich ein bisschen ausfahren. So ist, glaube ich, besser. So, wie gesagt, hier sind unsere ganzen Standard-Expressions, unsere Standard-Blend-Shapes, die wir halt generell so kriegen, die wir haben fürs Webcam-Streaming. Hier unten haben wir A, I, U, sind einfach unsere Mundbewegungen, die wir machen fürs Sprechen, immer ganz wichtig, weil so Stummfilm ist halt ein bisschen doof. Und halt Augen schließen und so weiter, blinzeln. Und darüber haben wir verschiedene Standard-Emotionen, die man dann über Hotkeys halt nutzen kann. So, und das wollen wir einstellen. Bevor wir das machen, wichtig ist hier, auch gerade dann für die Leute, die später reinschauen in die Tutorials, die ich machen werde für Blender, wir brauchen immer ein Neutral. Etwas Neutrales muss angegeben werden für Blend Shapes. Wir brauchen halt einfach einen Nullpunkt, auf den wir zurückgeben würden. Wir brauchen quasi ein normales Bild oder normale Version von unserem Charakter. Um es einfach ganz grob und simpel zu erklären, das, was passiert bei einer Blend Shape. Wir werden Vertices verziehen, sprich die Position von verschiedenen Vertices werden wir verändern. Vertices sind die Punkte, ihr habt doch bestimmt schon mal ein 3D-Modell halt ohne Textur, ohne alles gesehen, wo ihr diesen Wireframe habt, wo diese komischen Striche und Punkte und Vierecke oder Dreiecke sind, je nachdem, wie es aufgebaut ist. Das werden wir verändern. Dementsprechend halt die Vertices sind halt diese Punkte, die werden wir verändern und eine Blend Shape hält quasi fest, wie die neutrale Position der Punkte ist, wo sie dann hingeschoben werden. Ich glaube, das macht es einfach ein bisschen einfacher zu verbildlichen, wenn man so grob weiß, was da passiert. Für die Leute dann im Blender ist das wichtiger und ist auch, glaube ich, schöner zu sehen, weil man da tatsächlich dann Faces und Edges und so weiter alles sieht. Ja, wie gesagt, das ist halt wichtig. Neutral muss immer da sein. Wir brauchen immer einen Nullpunkt, auf den wir immer zurückkommen. Guckt, dass euch das gefällt, dass es auch wirklich ein neutraler Gesichtsausdruck ist, der halt immer standardmäßig
Wenn nichts passiert da ist, dann ist das alles vollkommen okay. Ist meistens auch immer das, was ihr halt direkt in Revolt bearbeitet. Eventuell ist der Mund minimal weiter offen bei verschiedenen Editoren. So. Und dann gehen wir jetzt einfach mal von oben nach unten durch und gucken, ob uns das passt. Je nachdem, ob ihr Augen, Mund etc. Verändert, kann es sein, dass es halt nicht passt. Das könnt ihr verändern. Wir machen jetzt einfach mal ein Beispiel an Smiling. Wir wollen das verändern. Uns gefallen, was weiß ich, die Augenbrauen gefallen uns nicht. Dann gehen wir hin, gucken. Augenbrauen. Hier haben wir Feminin und Maskulin. Also je nachdem, egal was ihr haben möchtet, ist immer ein schönes Update. Früher war es so, dass halt feminine Charakter nur feminine Gesichtsausdrücke hatten. Jetzt haben sie es halt gemacht, jetzt darfst du dir das auch suchen. Dann können wir gucken. Gucken wir mal, ob es da einen großen Unterschied gibt. Vielleicht machen wir Mischung aus beidem. Schieben die Regler halt so, wie wir das möchten. Wir können auch sagen, okay, ich möchte noch ein bisschen weiter oben. Dann gehen wir ein bisschen Happy mit rein. Sag, okay, so möchte ich das haben, so finde ich das gut. Aber der Mund gefällt mir noch nicht. Dann gehe ich auf den Mund. Guck mal hier, guck mal da. Sagen, vielleicht mache ich den ein bisschen weniger lächelnd für das. Ah, nee, es gefällt mir auch nicht so. Vielleicht den Mund öffnen? Nee, es gefällt mir auch nicht so. Vielleicht mache ich ihn doch ein bisschen schmäler. Machen wir mal ein großes Grinsen. Wir können auch hier mal gucken, vielleicht gefällt uns das Maskuline doch ein bisschen besser. Ich mache doch eine Mischung aus beidem, so dass die Unterlippe. Hier ist halt, mit der Unterlippe wird hier mehr gearbeitet und hier mit den Mundwinkeln. Machen wir so, das sieht doch ganz sympathisch aus. Und traurig können wir so lassen. Ja, dann gehen wir wütend. Ich finde die Augenbrauen ein bisschen weit unten. Das ist der Mund, das ist ja nicht die Augen. So ein bisschen höher. So ist okay. Happy bin ich, ganz happy mit. Surprised. Ja, ist auch ganz okay. Dann die Augen geschlossen. Funktioniert auch. Das ist natürlich hier bei Augen. Ein bisschen däppisch gucken. Dann können wir halt auch bei den Augen können wir ein bisschen mehr einstellen. Da ist halt. Zombie. Obwohl, das können wir vielleicht bei Surprise, dass wir die Iris ein bisschen erhöhen. Ach so, gibt's auch neu. Ja, machen wir das so. Bisschen mehr aufgerissen, das sieht auch eigentlich ganz lustig aus. Das funktioniert. Und dann halt A, I, U, E, O funktioniert. So, für alle, die jetzt verschiedene Zähne haben möchten, wir haben auch tief verschiedene. Wir wollen zum Beispiel Vampire Teeth oder Shark Teeth. Alle möglichen anderen, aber ja, nehmen wir mal einfach die Shark Teeth. Gehen wir mal auf 75. Merken uns das, Steuerung C. Und überall, wo dann der Mund, also wir brauchen das einmal bei neutral natürlich. Die allgemein. Dann haben wir überall, wo man den Mund dann offen sieht. Jetzt bei Sad nicht ganz, der ist nicht so weit offen. Packen wir die Shark Teeth mit rein. Dann hätten wir beispielsweise halt schon Shark Teeth, wenn wir das dann möchten. Je nachdem, wie ihr das möchtet. Und wenn ihr den dann exportiert, haben wir Shark Teeth. Ihr könnt das natürlich bei allen machen, aber wirklich brauchen tut ihr es halt nur dann, wenn man es halt auch sieht. Der Rest ist quasi euch überlassen, wie ihr das machen möchtet. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt alles so eingestellt, wie wir es möchten. Wir haben unser Mädchen mit wenig Haaren und dafür aber Heizzähnen. Und sind alles zufrieden mit unseren ganzen Expressions. Und dann gehen wir hin. Okay, wir haben jetzt alles getan. Gehen hin und exportieren das. Export aus VM. Dann haben wir sie hier nochmal zur Endkontrolle quasi. Ist das alles so fein? Ist das alles so funktionsfähig?
Hierauf werde ich jetzt erstmal nicht eingehen. Es ist jetzt für unsere Zwecke erstmal irrelevant. Sind Optimierungssachen, ist jetzt halt für unsere Zwecke, wie gesagt, nicht so wichtig. Ist halt interessanter, wenn man dann halt ein bisschen mehr Erfahrung hat, wenn man dann halt größere Sachen machen möchte oder wenn man sich das alles ein bisschen optimierter machen möchte, dass man das ein bisschen in leichter in Unity und Blender bearbeiten möchte oder wie gesagt, wenn man halt einfach alles ein bisschen optimierter haben möchte, was wir jetzt nicht brauchen, was jetzt nicht 100% notwendig ist. Wir können problemlos auch so mitarbeiten. Wir gehen einfach direkt auf Export, kriegen hier ein Feld und geben einen Namen an. Nein, einfach mal Test. Meinen Namen. Und dann kann man hier, wer möchte, noch verschiedene andere Sachen. Was halt noch interessant sein könnte, ist das hier unten. Wer darf das nutzen? Nur der Creator, Leute mit besonderer Autorisierung oder halt jeder. Und dann könnt ihr auch sagen, gerade wenn ihr sagt, jeder, was darf er? Darf da Gewalt? Darf da sexuelle Akte? Darf das kommerziell genutzt werden? So weiter. Würde ich mal drüber gucken. Zur Not einfach alles auf Creator stellen, dass halt nur ihr das nutzen dürftet. Und dann Export. Dann packen wir das irgendwo hin. 3D-Stuff. Nee. Ich packe das jetzt einfach mal hier hin. Speichern. So, und an für sich wäre es jetzt auch schon fertig. Das Modell kann jetzt problemlos in VC-Files genutzt werden. Das können wir mal machen. Ja, so. Einmal mal im kleinen Kasten über World Studio. Wollen wir uns den Charakter einfach mal direkt einsehen, ob alles funktioniert hat, wie wir das wollen. Avatar Selection. Add Avatar. Dann suchen wir uns unser Test. Da. Öffnen. Select und ja, tada, reden funktioniert schon mal. Blinzeln auch, 1A. Gehen wir kurz die Blend Shapes durch. Ja, scheint auch alles zu funktionieren, wie wir das so möchten. Dann, ja, so, dann hoffe ich, das Tutorial hat euch gefallen, ihr habt was gelernt. Und wie gesagt, im nächsten Tutorial gucken wir dann halt in Unity rein, wie man dann halt weitere Blend Shapes hinzufügen können. Dass wir einfach ein paar mehr Hotkeys haben, aus dem Zeug zusammengebastelt, das wir halt ja, direkt aus VoiceOver Studio bekommen. Dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video und habt einen schönen Tag.